einen schlechten Film macht für mich extrem viel Action aus. Das brauche ich nicht. Action ist für mich völlig sinnlos, weil in Wahrheit weiß man eh, was passiert. Nachdem 400.000 Autos niedergemacht worden sind und nachdem extreme Stunts passiert sind, am Schluss gewinnt immer der Coole und kriegt das, nachdem er jagt oder was er finden würde oder sonst irgendwas. Es gibt 100.000 Beispiele, nur ich kann nicht sagen, wie sie heißen, weil ich drehe nach ein paar Minuten ab. Fast and Furious, dumm und blöd, schnell und laut, was auch immer. Die Titel sagen eigentlich schon alles aus. Also jeder Film, wo massiv viel Action drinnen ist und wo alle extrem cool sind, ist von vornherein abzulehnen. Was ich dadurch natürlich auch versäume, sind die sensationell gut aussehenden, großartigen Damen, aber auf die muss ich dann leider verzichten, weil das geht sich dann trotzdem nicht aus. Der schlechteste Film mit Abstand war Der Todmacher mit Götz George. Nachdem ich mich durch diesen Film durchgequält habe, wollte ich irgendwo anrufen und meinen Missmut kundtun. Ganz egal, ob Regisseur, Produzent, Filmverleih, im Endeffekt das Einzige, was man in dem Moment vielleicht anrufen hätte können, war die Videothek. Wie ich das Video zurückgebracht habe, habe ich die arme Dame hinter der Buddel dort auch dementsprechend beschimpft. Die hat überhaupt nichts dafür können. Ich wollte mein Geld zurückhaben. Das war so grottenschlecht. Schade, dass damals noch nicht Q-Kid gegeben hat. Oder? Einen guten Film macht aus, dass er unvorhersehbar ist. Und nicht einordnenbar, was das Genre betrifft. Mehr oder weniger in jeder Szene muss wieder was Neues kommen und muss mich überraschen. Und bis zum Schluss am besten muss so das Gefühl da sein, ich weiß jetzt nicht, was als nächstes kommt. Das macht für mich einen guten Film aus. Und da habe ich natürlich dann persönlich, auch wahrscheinlich vom persönlichen Potenzial her ein Problem. Manche Filme habe ich wirklich erst beim 5., 6. Mal anschauen kapiert. Unter anderem Memento. Deswegen ist es auch einer meiner Lieblingsfilme, weil da wir extrem lang braucht, bis ich verstanden habe, worum es da geht. Es gibt viele gute Filme, aber es gibt nach wie vor auf diese Frage, was ist der beste Film, für mich nur eine Antwort: The Big Lebowski. Punkt, aus, Schluss. Das ist nicht nur ein Film, das ist ein gesamtes, großartiges Kunstwerk, weil der Plot ist einmal völlig unvorhersehbar. Kein Mensch weiß, was da passiert. Am Schluss relativieren sie alles. Es geht um nichts. Das kommt meiner Lebenseinstellung sehr zu Pass. Und es ist von der Filmmusik und von den Einstellungen, von den Bildern und von der gesamten Komposition des Films nicht nur ein Film, sondern wirklich aus vielen verschiedenen Bereichen überall nur das Beste. Und dieses Konglomerat ist ein Kunstwerk. Das ist nicht der beste Film. Das ist das Beste. Was auch immer. Q-Kid ist super. Auch, weil es aus Österreich kommt. Deswegen ist es schon mal viel besser als die Goldene Himbeere. Die Goldene Himbeere ist ja auch ein Kritiker-Geschichte. Das heißt, dort sitzen ja irgendwelche, die glauben, sie sind besser als wir. Bei Q-Kid darf jeder, ganz egal, woher er kommt, ganz egal, was er denkt, was er hat, was er tut. Jeder darf mitvoten und das ist ja nicht schlecht, sich seine Gedanken bzw. sich seine Abneigungen dementsprechend auch als öffentliches Produkt nach außen zu kehren. Das ist die Chance, die man bei Q-Kid hat und das sollte jeder in dem Ausmaß, in dem er es gespürt, machen.